Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Atlas und irgendetwas hier unten lauert. Das wird bestimmt wieder so ein richtiges Mutombo-Vieh sein. So diese Unsterblichen. Und wir werden uns wieder weiterbilden. Hallo, ich stecke fest. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß das von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder. Aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Okay. Ich befürchte, wir wecken hier gleich was ganz anderes. Das sieht mir hart nach einem Kampfareal aus. Also so richtig hart. Oh, scheiße, ey. Ich glaube, sobald ich das Ding habe, trigger ich irgendwas, ne? Also man hört es ja schon grölen. Ich habe mir nur die Beeren genommen. Sie geht schon sehr langsam, das ist nicht gut. Kein gutes Omen. Hier ist es. Oh oh. Grenade! Trinity, Sie sind hier. Ja, wow. Achso, cool, da brauche ich gar nicht mit einem. Ja, ja, ja. Ich hab hier. Ernsthaft? Okay, wir brauchen Ratatateng. Für die Panzerficker. Warum tut euch das Feuer nicht weh? Weil ich zwing dich mal gleich, und zwar in die Knie. Kabums! Die Vor- oder Nachhut, wie auch immer man die hier bezeichnet, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow. Das einzige Problem ist, dass ich halt immer so lange mit dem Nachladen brauche. Ja, ist klar, im Byzantischen Reich gab es hier schon die schönen dicken Schnapspullen. Ja, ich weiß. Leben und so. Okay. Oh oh. Ich wäre immer noch sehr vorsichtig, was hier so die Viecher angeht und alles. Ich meine, in dem einen Asien-Teil, wo wir waren, den ersten, den ich gespielt habe, hat man die Mutombos ja auch gesehen. Also ich denke mal, das wird hier wahrscheinlich auch passieren. Springgold. Ah, ob das so gut ist, wenn wir hier durchkommen. Oh, oh. Boy, verpiss dich, Junge. Warum hat da einer gerade aufgeschrien? Ja, 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 nachladen, nachladen, nachladen. Warum bist denn du auf einmal hier? Warum sind die beiden auf einmal hier? Oh, warum sind auf einmal wieder so viele von euch da?
Habt ihr nicht irgendwie sowas wie eine Mittagspause? Ja, ja, ja. Ganz ruhig, machen wir das ruhig. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ist er jetzt hier hochgekommen? Ist er. Ja, aber das ist dann halt ein Grab, mein Freund. Oder auch meins. Oh, wow. Und ich falle. Boah, geil. Voll auseinandergebrochen. Ich habe auch gerade keinen Sichtkontakt. Okay. Das Paket, Alter. Ich habe auch so ein Paket. Ah, verdammte Axt! Da oben sind auch solche Ficker, Mann. Ich sehe die nicht. Und warum ist da auf einmal schon wieder hinter mir einer? Und ich sehe den nicht. Mann, ey. Da denkst du, hast du einfach einen guten Spot hier. Kannst von oben die ganzen Viecher wegsnipern. Und was ist? Scheiße ist, wie immer. Hätte ich wahrscheinlich jetzt wegfackeln können. Oh, runter mit dir. Ja, so. Du auch. Ich gehe auch in Position. So. Ja, ich bin ja dabei. Ich hab nicht so einen coolen Laserpointer. Komm jetzt mal raus, Junge. Geil. Füße weggeschossen. Mach das mal nach. Sind hier noch mehr? Oh fuck, die kommen ins Tor. Ernsthaft? Ah, hätte ich von... Bums! Shit. Geh mal weg. So. War schon wieder so ein komisches Radio, was ich hier dismembern kann. Jetzt komme ich hier auch durch. Die Viecher interessieren mich auch nicht, die Störgeräte hier. Ah. Schwefel ist nicht... Nicht drauf schießen! Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ich habe wieder vergessen, wie man taucht. Okay, ich hab's wieder drauf. Sorry, Lara. Ich weiß auch nicht, wie man auftaucht. Weiß ich nicht. Schnell hoch mit dir. Ja. Ja, trinkst du. Ja, ich wollte es ja machen, aber du wolltest ja nicht hoch. Auch wenn da Feuer ist. Ich kann es nachvollziehen, aber geht halt nicht anders, ne? Oh, ich bin so scheiße im Schwimmen. Und wir können natürlich von hier aus auch nicht den Scheiß... Boden bin... Oh! Auftauchen? Tauch doch bitte auf, ich weiß nicht, wie es geht. Mädchen, auftauchen. So.
Sehe ich jetzt die Zombies? Ganz leicht. Also eigentlich nur das Schwert. Funktioniert das nicht eher mit einer Gasmaske? Das reicht doch im Leben nicht. Also nicht das Maskending, sondern du brauchst auch eine Flasche. Oxygen und so, weißt du? Okay. Das ist auf jeden Fall das versunkene Archiv. Was habe ich hier vorne? Und ja, ich habe WhatsApp an. Okay, das war ein Tipp. Das auch und hier komme ich raus. Oh, perfekt. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Ja, ich glaube, das wird nicht so einfach. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Reichen die Fässer nicht, die ich da habe? Petrus! Patros! Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Ja, das sagst du ja so einfach, ne? Gladius. Das Schwert! Bist du eine Stütze? Eine Stütze in meinem Leben? Süßen kleinen Babys. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Na, man kann nie zu viele haben. Erstmal freimachen die Scheiße. Achso, das geht immer nur. Was sind Ditte? Oh nope. Ist das ein Rätsel? Ich glaube ja. Kaischas. So. Was bedeutet das X jetzt hier? Kann ich das andere jetzt auch? Okay, bin verkackt. Hat ja anscheinend nicht so geklappt, wie ich sollte. Mann, der Anfang war bestimmt nicht scheiße, dass ich so drehe. Muss ich dann vorher wieder drehen? Oder muss ich mit dem Pampelgerät da was anderes machen? Bevor ich das da runterschmeiße. Krieg ich das noch mehr zu mir gedreht? Komm schon. Sehr gut. Dann gleichen wir die Kacke aus. Und dann werden wir noch ein Fass dran machen. Müsste ja irgendwie so gehen, oder? Physik und so. Oh, dann dreh ich die Scheiße. Bums. Das Soundgedöns klang nach einem. Das ist richtig, Madame. Jetzt wollte ich mich trotzdem hier noch mal ein bisschen umsehen und zum Beispiel dieses Grab mitnehmen. Sie müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt. Ja, das stimmt wohl. Da sind einige am Arsch. Aber die Münzen nehme ich mit. Wieder nur zwei Moneten. Boah, Timer, jetzt halt doch mal die Fresse hier.
gerade sehr spannend. Zumindest für mich. Ich würde gerne das noch mit dem Fass lösen, damit ich mich gut fühle. Kann ich das abschneiden? Yep. Kann ich da reintreten? Yes. Katsching! Und auch diese Stütze ist im Arsch. Das heißt, ich muss mich im nächsten Part nur noch um eine Stütze kümmern. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder. Ich wünsche euch Spaß. Away!